Die sieben größten Feinde des Menschen, so heißt heute Abend unser Thema. Was habt ihr wohl dabei gedacht, als ihr es in der Zeitung gelesen habt? Die sieben größten Feinde des Menschen. Wovor hast du am meisten Angst? Wie heißen nach deiner Meinung die schlimmsten Feinde des Menschen? Angenommen, wir würden heute Abend Zettel verteilen und Schreiber und jeder könnte einiges auf Papier bringen. Was würde dann wohl auf diesen Blättern stehen? Einige würden wahrscheinlich schreiben, die größte Geißel der Menschheit ist der Krebs. Jemand würde schreiben, eine ganz große Gefahr für die Menschheit ist die Umweltverschmutzung. In Deutschland würde sicher jemand schreiben, ein ganz großes Problem ist die Arbeitslosigkeit. Und einige, wahrscheinlich die meisten, würden schreiben, der größte Feind ist die Atombombe und so weiter und so fort. Albert Einstein hat einmal gesagt, die größte Gefahr für die Menschen ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, also Lüge, Gotteslästerung und so weiter. Das sind die größten Feinde des Menschen. Damit machen wir uns selbst kaputt. Damit machen wir andere kaputt. Mit diesen Todfeinden hatte es Jesus auch zu tun. Und wir wollen heute Abend einmal sehen, wie Jesus darauf reagierte. Ich möchte das Thema jetzt mal etwas umformulieren und sagen, die sieben größten Feinde und das Kreuz. Und ich lese jetzt einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus Lukas Kapitel 23, wo uns eine Geschichte geschildert wird, eine Begebenheit, über die wir sicher alle schon manches gehört und vielleicht auch schon manchmal nachgedacht haben. Lukas 23 von Vers 32 an, da steht: Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an die Stätte kamen, die man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn, nämlich Jesus, dort und die beiden Verbrecher mit ihm. Und zwar den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber rief aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die führenden Männer spotteten und sagten, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, wenn er der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten heran und reichten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine Tafel mit der Inschrift befestigt, dies ist der König der Juden. Ich lese weiter von Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land, die bis zur neunten Stunde dauerte. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser ist wirklich ein gerechter Mensch gewesen. Und als alle Leute, die zum Zuschauen gekommen waren, sahen, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten erschüttert um. Seine Bekannten standen aber etwas entfernt, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen gleichfalls alles mit an.
wir sind hier in einer christlichen Versammlung. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wir glauben, dass Jesus Christus nie gesündigt hat. Wir glauben, dass Jesus auf Golgatha gestorben ist, stellvertretend für die Sünde der Welt. Wir glauben, dass er auferstanden ist von den Toten. Wir glauben, dass Jesus der Retter der Welt ist. Die Bibel befasst sich mit sehr vielen Themen, aber die Mitte aller Verkündigung ist das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen der Christenheit, das Symbol der Christenheit. Das Kreuz begegnet uns überall, wo es Christen gibt. Wir sehen das Kreuz manchmal an der Kirchentür oder auf dem Kirchendach. Wir sehen es an der Kapelle und in der Kapelle. Manche Frauen tragen es an einer Kette, manche Männer tragen es als Anstecknadel. Manchmal sehen wir das Kreuz auch an der Wand hängen. Und manchmal sehen wir das Kreuz irgendwo sogar in der Landschaft. Manchmal sehen wir es auf einer Bibel oder auf dem Gesangbuch. Das Kreuz ist einfach das Symbol der Christenheit. Jemand hat einmal gesagt, Jesus Christus wurde nicht zwischen zwei Kerzen gekreuzigt, sondern zwischen zwei Verbrechern auf einem kahlen Hügel. Und damit wollte er sagen, das Kreuz gehört in unseren Alltag hinein. Das Kreuz will nicht an irgendeinen sakralen Ort verbannt sein, sondern das Kreuz gehört in unseren Alltag hinein. Das Kreuz sollte eigentlich die Mitte sein und alles sollte sich darum drehen. Heute Abend wollen wir zusammen darüber nachdenken. Was geschah dort eigentlich? Und was hat das für eine Bedeutung für mich? Warum wurde Jesus überhaupt gekreuzigt? Jemand sagt, das war der größte Justizirrtum aller Zeiten. Es gibt Leute, die sind felsenfest davon überzeugt, dass Jesus unschuldig war. Ja, aber wie konnte das dann geschehen? Pilatus war doch ein erfahrener Richter. Warum wurde denn Jesus gekreuzigt, wenn er doch unschuldig war? Wie kam es dazu? Heute Abend helft ihr mir einmal und wir nehmen uns jetzt einmal Zeit und denken einmal über die Frage nach, wer hat Schuld an der Kreuzigung Jesu? Und wir machen es jetzt einmal so, als hätten wir noch nie etwas darüber gehört. Wir sehen einmal in die Bibel hinein und gehen mit der Frage durch die Bibel hindurch, wie konnte das nur geschehen? Wer hat eigentlich Schuld daran, dass es so weit kam? Wir machen eine menschliche Untersuchung, ja? Eine menschliche Untersuchung, das möchte ich natürlich betonen. Wer hat Schuld an der Kreuzigung Jesu? Ich werde heute Abend 7 Namen nennen aus der Bibel. Und vielleicht werdet ihr bei einigen Namen staunen, dass ich sie auch unter den Schuldigen einreihe. Vielleicht werden einige schon staunen bei dem ersten Namen, Nikodemus. Bei meiner Suche nach den Schuldigen bin ich zuerst auf Nikodemus gestoßen. Nikodemus war ein Gesetzeslehrer. Nikodemus gehörte zum Hohen Rat. Er hatte einen guten Ruf, er war sehr gebildet. Der Hohe Rat bestand damals aus 71 Persönlichkeiten. Und einer von diesen 71 war Nikodemus. Und Nikodemus hat sich viele Gedanken über Jesus gemacht. Und eines Nachts kam er zu Jesus, um mit Jesus ein theologisches Gespräch zu führen. Und dann sagte dieser Nikodemus zu Jesus: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Er spricht hier in der Mehrzahl, also war Nikodemus nicht der Einzige im Hohen Rat, der von der Sendung Jesu überzeugt war. Da waren noch einige im Hohen Rat, die davon überzeugt waren, Jesus Christus ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern Jesus Christus ist von Gott gesandt.
Das Gespräch hat sicher lange gedauert. In Johannes Kapitel 3 ist davon die Rede. Später in Johannes Kapitel 7 wird Nikodemus noch einmal erwähnt. Da waren einige vom Hohen Rat der Meinung, man sollte diesen Jesus Christus gefangen nehmen und man sollte ihn hinrichten. Seine Theologie passte ihnen nicht. Und da meldet sich Nikodemus zu Wort und sagt, aber man kann doch einen Menschen nicht einfach so auf die Seite schaffen, dann muss man schon eine richtige, saubere Gerichtsverhandlung haben. Er erwartete natürlich, dass dabei die Unschuld Jesu bewiesen würde. Er hat also ein gutes Wort für Jesus eingelegt. Und dann vergehen wieder einige Monate und Jesus Christus steht vor Pilatus und viele falsche Zeugen sind da und sagen gegen Jesus aus und von Pilatus keine Spur. War er im Urlaub? War er auf Geschäftsreisen oder wo war er? Nein, er war in Jerusalem. Aber bei dieser ganzen Verhandlung, als der ganze Hohe Rat da war und die meisten gegen Jesus waren und viele falsche Zeugen da waren, von Nikodemus keine Spur. Warum nicht? Ihr Lieben, wenn an dem Tag einer die Kreuzigung hätte verhindern können, dann Nikodemus. Wenn Nikodemus da aufgestanden wäre vor Pilatus und hätte gesagt, Pilatus, lass dich nicht hinreißen. Im Hohen Rat sind eine ganze Menge Männer, ich könnte sie jetzt mit Namen nennen, die sind fest davon überzeugt, dass er von Gott gesandt ist. Diese Zeugen sind gekauft, diese Zeugen sind falsche Zeugen, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Dann wäre die ganze Sache anders verlaufen. Aber von Nikodemus keine Spur. Was war denn sein Problem? Seine Menschenfurcht. Die Menschenfurcht ist ein unheimlicher Feind. Die Menschenfurcht ist eine schreckliche Sünde. Oh, wie viel Gutes könnte geschehen und wie viel Böses könnte verhindert werden, wenn es keine Menschenfurcht gäbe. Aber es gibt Menschenfurcht. Menschenfurcht brachte Jesus ans Kreuz. Vielleicht ist das auch deine Sünde? Menschenfurcht? Vielleicht magst du morgen Nachmittag nicht mitmarschieren, weil du Menschenfurcht hast. Bei meiner Suche nach den Schuldigen stieß ich auf einen anderen, auf Judas. An dem Abend, als Jesus in Gethsemane war, wo er nachher gefangen genommen wurde, da wussten nur seine Jünger, wo er war. Johannes Kapitel 18, Vers 1. Jesus ging mit seinen Jüngern fort auf die andere Seite des Baches Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Aber Judas, sein Verräter, kannte den Ort auch, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern. In der Nacht, als Jesus gefangen genommen wurde, wussten nur seine Jünger, wo er war. Wenn Judas ihn nicht verraten hätte, hätten sie ihn überhaupt nicht gefunden. Aber Judas hatte das Geld lieber als Jesus und darum hat er ihn verkauft und Jesus wurde gefangen genommen. Judas war ein abgefallener Jünger. Seine Geldgier brachte Jesus ans Kreuz. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 15, hütet euch vor jeglicher Geldgier. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Oh, wie viele Beziehungen sind kaputt gegangen, wie manch eine Verwandtschaft ist auseinandergebrochen und die Leute reden nicht mehr miteinander wegen dieser Sache, weil Menschen geldgierig waren, habsüchtig waren, geizig waren. Geldgier, Habsucht, Geiz ist eine unheimliche Sünde, eine schreckliche Sünde. Sie brachte Jesus ans Kreuz. Wie viel Gutes könnte geschehen und wie viel Böses könnte verhindert werden, wenn es keine Geldgier gäbe. Aber es gibt Geldgier, es gibt Geiz. Geldgier brachte Jesus ans Kreuz. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das auch deine Sünde. Bei meiner Suche bin ich auf einen weiteren Schuldigen gestoßen. Nachdem sie Jesus gefangen genommen hatten, haben sie ihn erst einmal zu Hannas gebracht. Hannas war damals der Althohepriester, eigentlich im Ruhestand.
Aber es war so, wenn ein hoher Priester in den Ruhestand trat, dann behielt er trotzdem die hohe Priesterwürde bis zum Lebensende, obwohl ein anderer amtierte. Sie brachten den Gefangenen, den gefesselten Jesus erst einmal zu Hannas. Hannas hat dann auch ein paar Worte gesagt, aber Hannas empfand nur Verachtung für diesen Gefangenen und er schob ihn ab an seinen Schwiegersohn, an Kaiphas. Im Johannesevangelium Kapitel 18 kann man das lesen. Wenn an jenem Morgen einer die Möglichkeit gehabt hätte, die Kreuzigung Jesu zu verhindern, dann ganz bestimmt der hohe Priester. Sein Wort hatte Geltung. Warum hat der hohe Priester sich nicht auf die Seite Jesu gestellt, sondern sich gegen Jesus gestellt? Warum hat er das getan? Er war doch ein Theologe. Er kannte sich doch im Wort Gottes aus. Er kannte doch die Prophezeiungen. Wie war das nur möglich, dass der hohe Priester gegen Jesus aussagte? Oh, dieser Jesus, der hatte nicht auf der Universität von Jerusalem studiert. Dieser Jesus hatte eine andere Theologie. Dieser Jesus redete immer über Bekehrung und Wiedergeburt. Das hatte der hohe Priester selbst nicht erlebt. Dieser Jesus hat gesagt, und wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Und wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Das hat den hohen Priester geärgert. Sein Stolz ließ das nicht zu. Sollte der Mann aus Galiläa mehr über Gott wissen als ich? Ich bin schließlich der hohe Priester. Und dieser Jesus hatte mehr Zuhörer als der hohe Priester. Und das ärgerte ihn. Dieser Jesus stand ihm im Wege. Der musste beseitigt werden. Stolz ist eine schreckliche Sünde. Oh, wie viel Gutes könnte geschehen. Und wie viel Böses könnte verhindert werden, wenn es keinen Stolz gäbe. Aber es gab Stolz. Und es gibt Stolz. Stolz brachte Jesus ans Kreuz. Lieber Zuhörer, ist das vielleicht auch deine Sünde? Bei meiner Suche bin ich auf eine weitere Person gestoßen, die Schuld hat an der Kreuzigung Jesu. Kaiphas hat ihn dann abgeschoben und dann gingen sie mit Jesus, mit dem gefesselten Jesus, erst einmal zu Pilatus. Man kann das nachlesen in Lukas Kapitel 23. Ich lese es gerade mal von Vers 1 an. Da stand die ganze Versammlung auf und sie führten ihn vor Pilatus. Erhoben Anklage gegen ihn und sagten, wir haben festgestellt, dass dieser unser Volk aufwiegelt. Das war natürlich eine große Lüge. Dass er verbietet, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Das stimmt gar nicht. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht und Gott, was Gott zusteht. Er behauptet, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, du sagst es. Pilatus sagte zu den hohen Priestern und zum Volk, aber ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber blieben dabei und sagten, er wiegelt das Volk damit auf, dass er überall in Judäa lehrt, von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob er aus Galiläa wäre. Und als er erfuhr, dass er Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Pilatus wusste ganz genau, dass alles geschieht nur aus Neid. Pilatus war bestens informiert. Er wusste, dass das alles erlogen war. Und als er hörte, dass Jesus aus Galiläa kam, aus dem Norden, da war ja Herodes zuständig und Herodes war gerade in Jerusalem, da sah Pilatus darin eine günstige Gelegenheit und er schob ihn ab an Herodes. Für diesen Mann ist Herodes zuständig. Geht zu Herodes. Und dann zogen sie los zu Herodes. Ich lese nochmal Vers 7. Und als er erfuhr, dass er Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Weiter Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er von ihm gehört hatte und er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Dieser Herodes
war der Herodes, der den Täufer Johannes umgebracht hatte, enthaupten lassen hatte, weil Johannes der Täufer gesagt hatte zu Herodes: Du bist ein Ehebrecher. Es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders genommen hast. Und dieser Herodes war schrecklich abergläubisch. Als er eines Tages hörte, dass wieder einer am Jordan ist und predigt, dass einer durchs Land zieht und gewaltig predigt, da hat Herodes gedacht, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Und darum tut er solche Zeichen. Und Herodes kam in Angst und Schrecken. Dann stimmt das also doch, was Johannes gesagt hat, dass es eine Auferstehung gibt und dass es ein Gericht gibt. Und er hat schon lange gedacht, wenn ich doch diesen Redner endlich mal sehen könnte, um festzustellen, ob es wirklich Johannes der Täufer ist. Und er fragte Jesus vieles, aber Jesus antwortete ihm kein Wort. Bei Pilatus hat Jesus Antwort gegeben, bei Hannas hat er Antwort gegeben, bei Kaiphas hat er Antwort gegeben, bei Herodes antwortete Jesus kein Wort. Der hatte schon genug von Johannes dem Täufer gehört und er wollte nicht. Er hatte die Sünde lieber als Gott. Herodes merkte, es ist ja gar nicht Johannes, es ist ja ein anderer, also gibt es doch keine Auferstehung, und er schickt ihn voller Verachtung zurück zu Pilatus. Hier in Jerusalem ist Pilatus zuständig und er schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Ihr Lieben, wenn an dem Tag einer die Möglichkeit gehabt hätte, die Kreuzigung zu verhindern, dann Herodes. Wenn Herodes gesagt hätte, für Jesus bin ich zuständig, er kommt aus dem Norden, aus Galiläa, lass diesen Mann ziehen. Dann wäre Pilatus sogar froh gewesen und der Hohe Rat hätte nichts machen können. Denn der Hohe Rat durfte keinen Menschen zum Tode verurteilen. Aber Herodes hat kein Wort für Jesus eingelegt, sondern er hat ihn abgeschoben. Warum? Weil er die Sünde lieber hatte als Gott. Er lebte im Ehebruch und diese Sünde war ihm lieber als Gott. Und darum entschied er sich gegen Jesus. Wenn du im Ehebruch lebst und nicht bereit bist, mit diesem Schmutz aufzuhören, dann bist du genauso wie Herodes. Du liebst die Sünde mehr als Jesus. Die Unreinheit hat Jesus ans Kreuz gebracht. Der Ehebruch hat Jesus ans Kreuz gebracht. Unreinheit, Hurerei, Ehebruch sind schreckliche Sünden. Vielleicht ist das auch deine Sünde. Sie brachten ihn zurück zu Pilatus. Was der Pilatus inzwischen durchgemacht hat, kann sich keiner von uns vorstellen. Als Pilatus sah, dass sie wieder angezogen kamen, mit Jesus an der Spitze, da kam Pilatus in Angst und Schrecken. Seine Frau hatte in der Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Seine Frau ist zu Pilatus gegangen und hat ihm gesagt: Habe nichts zu schaffen mit diesem Mann, es ist ein Gerechter. Ich habe in dieser Nacht furchtbar gelitten. Und manche meinen, dass Pilatus Frau einen Traum hatte, in dem sie erlebte, was in den Jahrhunderten danach geschehen ist. Wie Christen in ihrem Glaubensbekenntnis bekennen, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus. Oh mein Mann, habe nichts zu tun mit diesem Mann, es ist ein Gerechter. Und wahrscheinlich hat Pilatus zu seiner Frau gesagt: Ich werde alles dran setzen, dass er frei wird. Und dann kamen sie wieder vor Pilatus und nun musste Pilatus entscheiden. In Lukas Kapitel 23 lesen wir von Vers 11 an: Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete Jesus, er verspottete ihn, ließ ihm ein weißes Gewand anlegen und sandte ihn zu Pilatus zurück. Vers 13 steht dann:
Pilatus aber rief die hohen Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen, und er sagte zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht und behauptet, dass er das Volk aufwiegelt, und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und keine von den Anklagen bestätigt gefunden, die ihr gegen ihn erhebt, Herodes auch nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient hätte. Und jetzt hört mal weiter. Und jetzt will Pilatus ihnen einen Gefallen tun. Er will ihn auf keinen Fall zum Tode verurteilen, weil er überzeugt ist, Jesus ist unschuldig. Aber er will ihnen einen Gefallen tun. Und dann sagt er, Vers 16, darum will ich ihn geißeln lassen, aber dann freigeben. Wenn jemand weiß, was eine Geißelung ist, dann weiß er, dass viele Menschen eine Geißelung nicht überlebten. Und vielleicht hat Pilatus gedacht, wenn sie ihn dann geißeln, dann werden sie ihn sowieso totschlagen. Aber dann ist das ihre Sache. Ich möchte kein Todesurteil fällen über einen Menschen, der nicht den Tod verdient hat. Ich will ihn geißeln lassen, aber dann will ich ihn loslassen. Stellt euch das einmal vor. Wenn an jenem Tage einer die Möglichkeit gehabt hätte, Jesus freizugeben, dann doch Pilatus. Er hatte doch das letzte Wort. Und er war ein Menschenkenner, er war ein erfahrener Richter und er war felsenfest davon überzeugt, Jesus ist unschuldig. Das ist alles erstunken und erlogen, was die hier vortragen. Er ist unschuldig. Wie kann ein Mensch, nur um dem Hohen Rat einen Gefallen zu tun, sich dazu hinreißen lassen und sagen, ihr dürft ihn geißeln. Geißeln dürft ihr ihn. Aber mit einer Kreuzigung bin ich nicht einverstanden. Wie kann er so etwas tun? Etwas Schreckliches. Es dauerte nur noch ein paar Minuten und da meldet jemand aus dem Hohen Rat vielleicht hinten herum, Pilatus, wenn du nicht bereit bist, ihn zum Tode zu verurteilen, dann werden wir die Sache, du weißt ja, dann werden wir jene Sache dem Kaiser melden. Dann bist du erledigt. Dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Kurz vorher hatte Pilatus sich eine Schüssel geben lassen. Er hatte vor dem ganzen Volk in der Schüssel seine Hände gewaschen, um damit zu sagen, so rein wie meine Hände, so rein ist dieser Mann, den ihr hier fälschlich anklagt. Ich finde keine Schuld an diesem Gerechten. Und jetzt kommt diese Drohung. Wenn du ihn freigibst, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Da packt ihn die Angst, Pilatus gerät in Panik und er sagt, dann nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Feigheit ist eine schreckliche Sünde. Feigheit brachte Jesus ans Kreuz. Er wusste genau, Jesus ist unschuldig und trotzdem ließ er ihn kreuzigen. Weil er feige war, weil er Angst hatte, er könnte seinen Sessel verlieren. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das auch deine Sünde? Jesus wurde dann den Soldaten übergeben. In Matthäus Kapitel 27, Vers 27 bis 30 lesen wir, dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn. Dann zogen sie ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um. Sag mal, warum haben die das getan?
Sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt. Warum haben die das nur gemacht? Das hat ihnen doch niemand gesagt. Sie gaben ihm einen Stab in die rechte Hand. Sie beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, du König der Juden. Dann spuckten sie ihn an, dann nahmen sie den Stab und schlugen damit auf seinen Kopf. Was waren das nur für Bestien? Sag mal, warum taten die das? Es war doch überhaupt keine Veranlassung dazu da. So grausam können Menschen sein. Was war denn die Sünde dieser Soldaten? Es war Machtmissbrauch. Wie viele Menschen werden heute auf der Erde gefoltert? Nur weil Leute ihren Spaß daran haben, einen anderen zu quälen. Machtmissbrauch. Eine schreckliche Sünde. So haben sie Jesus zu Tode gequält. Lieber Zuhörer, passiert dir auch manchmal so etwas? Es gibt Männer, die können, um ihre Frau zu bestrafen, eine ganze Woche kein Wort mit ihr sprechen. Was sind das für grausame Männer? Wie manche Eltern mit ihren Kindern umgehen. Sie üben Machtmissbrauch. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das auch deine Sünde. Ich möchte noch einen erwähnen, Nummer 7. Aber den Namen müsst ihr selbst suchen. Ich meine den Einzelnen in der Masse. Lukas Kapitel 23 von Vers 18 lese ich. Lukas Kapitel 23 von Vers 18. Da schrien sie alle miteinander: Weg mit dem, gib uns Barabbas frei. Den hatte man wegen eines Aufruhrs in der Stadt und eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Da redete Pilatus noch einmal auf sie ein, weil er Jesus gern freilassen wollte. Sie aber schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er aber sagte zum dritten Mal zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum will ich ihn geißeln lassen und dann freigeben. Aber sie drangen mit großem Geschrei auf ihn ein und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und sie gewannen mit ihrem Geschrei die Oberhand. Und Pilatus entschied, ihre Bitte sollte erfüllt werden. Und er ließ den frei, den man wegen eines Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen hatte und um den sie gebeten hatten. Aber Jesus übergab er ihren Willen. Man muss sich das einmal vorstellen. Da steht eine große Volksmenge und sie schreien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich bin davon überzeugt, unter diesen Tausenden, die inzwischen zusammengekommen waren, waren Hunderte von Menschen, vielleicht noch mehr. Da waren Hunderte von Menschen, die nicht mitschrien, die fest davon überzeugt waren: Was hier passiert, ist nicht richtig. Das stimmt nicht, was die Zeugen davon sagen. Da waren einige, die hatten die Predigten Jesu gehört. Da waren einige, die waren sogar gesund geworden durch Jesus. Vielleicht war das sogar einer, dessen Sohn war von den Toten auferstanden. Da standen Leute, die waren nicht einverstanden mit dem, was da geschah. Aber keiner von ihnen meldete sich zu Wort. Pilatus musste einfach den Eindruck haben, das ganze Volk ist gegen Jesus. Sie alle wollen ihn loswerden. Oh, wenn da doch plötzlich 10 aufgestanden werden und dann noch 10 und noch 50 und noch 100 und hätten gesagt: Pilatus, glaubt das nicht, was der erzählt. Das ist eine Lüge. Ich war dabei, als Jesus gesagt hat, man soll Steuern bezahlen. Das stimmt überhaupt nicht, dass er das Volk aufwiegelt. Seitdem Jesus in unserem Dorf evangelisiert hat, da haben wir geordnete Verhältnisse.
Ehebrecher haben ihre Ehe in Ordnung gebracht. Diebe leben ein anständiges Leben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Und meine Mutter war unheilbar krank. Jesus hat sie gesund gemacht. Pilatus glaubt das nicht, was die hier erzählen. Aber wo waren die Massen, die Jesus kannten? Ihr Lieben, das ist etwas Furchtbares. Wenn die Gottlosen ein Geschrei machen, dann verstecken sich die Gläubigen und keiner sagt ein Wort. Die ganze Sache hätte einen anderen Ausgang genommen, wenn die Gläubigen damals aufgestanden wären. Aber sie sind nicht aufgestanden. Was war das nur für eine Charakterlosigkeit dieser Menge? Die Menschenfurcht, diese Unentschiedenheit. Ihr Lieben, Unentschiedenheit ist eine ganz große Sünde. Sie brachte Jesus ans Kreuz. Vielleicht ist das auch deine Sünde, dass du manches Mal genau weißt, ich sollte mich zu Wort melden und du schweigst einfach. Und Menschen müssen leiden, weil du nicht den Mund aufkriegst. Diese Unentschiedenheit hat Jesus ans Kreuz gebracht. In Offenbarung Kapitel 3 lesen wir in Vers 15, da sagt Jesus, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Unentschiedenheit ist ein gefährlicher Feind, eine schreckliche Sünde. Oh, wie viel Gutes könnte geschehen und wie viel Böses könnte verhindert werden, wenn es keine unentschiedenen Menschen gäbe. Unentschiedenheit brachte Jesus ans Kreuz. Vielleicht ist das deine Sünde. Meine Frage am Anfang hieß, wer hat die Schuld? Wer hat die Schuld am Tod Jesu? Und wir haben gesehen, Menschenfurcht, Geiz, Stolz, Unreinheit, Feigheit, Machtmissbrauch, Unentschiedenheit. Und jetzt hör einmal ganz gut hin, lieber Zuhörer. Diese Dinge stecken auch in dir und mir. Diese bösen Dinge sind auch in deinem und meinem Herzen. Bitte sei einmal ehrlich. Und denk einmal ganz ehrlich nach über deine Lüge, über deine Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz, Aberglaube, Eifersucht, Streit, Hass, Geiz, Fluchen, unreine Gedanken, unreine Worte, unreine Handlungen. Diese Dinge brachten Jesus ans Kreuz. Und wenn du und ich damals da gewesen wären, wir hätten genauso gehandelt. So sind wir. Ich wollte euch mit dieser Untersuchung zeigen, wie der Mensch ist. So ist der Mensch. So sind wir. So sind du und ich. Eigentlich hätte Judas angenagelt werden müssen. Herodes hätte ans Kreuz geschlagen werden müssen, dieser Ehebrecher. Den Pilatus hätte man da annageln sollen, diesen Feigling. Den Kaiphas, diesen hohen Priester, den hätten sie kreuzigen sollen, diesen Stolzen. Was ist denn nur die Ursache solcher Plagen, fragt ein Dichter. Und er fährt fort und sagt, ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach Herr Jesus, ich habe das verschuldet, was du erduldet. Aber jetzt möchte vielleicht jemand fragen, aber warum hat denn Gott das zugelassen? Jesus war doch Gottes Sohn. Warum hat denn Gott das überhaupt zugelassen, dass sie ihn kreuzigen konnten? Bitte hör jetzt einmal ganz gut. Ich will mit einem Beispiel etwas erklären. Da war ein Bauer in Norddeutschland. Sein Sohn hatte den Hof übernommen. Er, der Vater, ging gern auf die Yacht. Sie hatten auf ihrem großen Gelände auch einen Teich, einen großen.
ein See, kann man beinahe sagen, mit Fischen. Und eines Tages war er wieder mit seinem Boot etwas rausgefahren auf den kleinen See, um zu angeln. Und sein alter Jachthund, altes Tier, saß bei ihm mit im Boot. Inzwischen waren junge Hunde da. Er hatte schon länger gedacht, dieser Hund sollte eigentlich bald mal erschossen werden oder eingeschläfert werden. Er war alt und verbraucht. Und jetzt saß er da im Boot mit seiner Angel und plötzlich denkt er, den Schuss könnte ich mir auch sparen. Ich drücke ihn hier unter Wasser, halte einen Augenblick fest und dann ist er weg. Und nachher vergrabe ich ihn da irgendwo. Gedacht, getan. Er ruft den Hund zu sich und packt ihn und drückt ihn über die Bootskante mit dem Kopf unter Wasser. Der Hund zappelt und schlägt um sich und er drückt. Und dabei bekommt er das Übergewicht und fällt hinein in den See. Aber er kann nicht schwimmen. Das Boot hatte so einen kleinen Stoß bekommen und war einige Meter von ihm weg, als er hochkam. Der Mann wäre in seinem See ertrunken und elendig zugrunde gegangen, wenn nicht der Hund, den er töten wollte, gerade in dem Augenblick, als er hochkam, an seiner Nase vorbeigepaddelt gekommen wäre. Da griff er ins Fell seines Hundes und der Hund schleppte seinen Mörder ans Ufer. Er wollte den Hund loswerden, aber der Hund rettete ihm das Leben. Das wurde für mich zu einer gewaltigen Predigt. Ist zwar ein hinkendes Bild, aber die Menschen wollten Jesus loswerden. Sie haben gesagt, hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und sie hatten damals noch nicht den Durchblick. Gott sah das vom Himmel mit anderen Augen. Als Jesus auf Golgatha starb, starb ein Unschuldiger. Und er gab stellvertretend sein Blut und Leben als Lösegeld für eine verlorene Welt. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn auferweckt von den Toten und hat ihn zum Retter der Welt bestimmt und gesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Oh, lieber Zuhörer, wenn du das doch glauben könntest, wenn du das doch annehmen könntest, wenn du heute Abend mit deiner Sünde und Schuld zu Jesus kämst. Wir haben heute Abend etwas gehört über die 7 größten Feinde des Menschen. Aber Jesus hat sie besiegt. Jesus starb am Kreuz für unsere Menschenfurcht. Jesus starb am Kreuz für unseren Geiz. Jesus starb für unseren Stolz. Jesus starb für unsere Unreinheit, für unsere Feigheit, für unseren Machtmissbrauch, für unsere Unentschiedenheit. Diese Dinge haben ihn ans Kreuz gebracht, das ist wahr. Aber er hat sie weggetragen, weil er selbst ohne Schuld war, hat er mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt. Und jetzt können wir gerettet werden. Jesus wird mit deiner Menschenfurcht fertig, wenn du zu ihm kommst. An einem Abend war ich fertig mit der Seelsorge. Ich wollte gerade wegfahren. Da kam ein Ehepaar und fragte, haben Sie noch einen Augenblick Zeit? Und wir gingen zurück ins Zelt und ich fragte, was haben Sie auf dem Herzen? Wir möchten uns bekehren. Und ich fragte, warum sind Sie denn nicht gleich gekommen? Und dann sagt der Mann, wir waren einige Male im Zelt. Ich war gestern schon überzeugt. Und meine Frau auch. Aber ich hatte nicht den Mut, es ihr zu sagen und sie hatte nicht den Mut, es mir zu sagen. Sie sind 30 Kilometer gefahren, im Fahrstuhl hochgefahren und als sie schon halb hoch waren, mit einmal sagt die Frau, am liebsten wäre ich ja heute Abend mal zurückgeblieben. Der Mann drückt auf den Knopf, stopp! Das Ding steht, sag mal, ist das wahr? Er sagt, ich auch. Ich mochte es dir nicht sagen. Und die Frau sagt, und ich mochte es dir nicht sagen. Den anderen Knopf und der Fahrstuhl fuhr wieder nach unten. Und sie kamen in die Seelsorge und übergaben ihr Leben Jesus. Da kommen in einer Evangelisation 2 Türken in die Versammlung.
Sie kommen noch einmal und noch einmal und noch einmal und sie sind beide überzeugt, das ist wahr, was wir hier hören. Der eine möchte sich für Jesus entscheiden, aber er hat Angst vor seinem Kollegen. Der andere möchte sich für Jesus entscheiden und er mag es ihm nicht sagen. Menschenfurcht. Oh, das ist manchmal schlimm. Es gibt Menschen, die haben das Richtige entdeckt. Sie haben das Richtige erkannt und sie fürchten sich vor dem anderen. Vielleicht sitzen heute Abend Leute hier, die wollten sich eigentlich gestern schon bekehren. Aber sie hatten nicht den Mut. Sie hatten Menschenfurcht. Geh doch mal mit deiner Menschenfurcht zu Jesus. Sag ihm doch das einmal. Sag ihm doch einmal, Herr Jesus, gib mir heute Abend den Mut. Nimm mir diese Angst, nimm mir diese Furcht, gib mir den Mut, gib mir die Kraft und er wird dein Gebet erhören. Jesus ist auch mit unserem Geiz ans Kreuz gegangen. Da ist irgendwo ein junger Mann. Er hatte als Junge schon einmal eine Art Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann hat er gelernt, hatte einen guten Beruf, hat Geld verdient, hat das Geschäft seines Vaters übernommen, er ging nicht in den Gottesdienst. Das Geld, das Geschäft hat ihn völlig in seinen Klauen. Und eines Tages begegnet der Prediger, der den Jungen von damals sehr gut kannte, der viel für den Jungen gebetet hatte, der war inzwischen ein erwachsener Mann geworden. Er begegnet diesem jungen Mann auf der Straße, läuft über die Straße und sagt, wart mal, oh, ich freue mich, dass ich dich sehe, ich wollte dir schon lange einen Gruß bestellen. Der fragt, du, einen Gruß bestellen von wem denn? Von Judas. Wie bitte? Ja, den musst du doch kennen, der ist doch in derselben Firma. Na, denk mal drüber nach. Tschüss. Der Prediger geht weiter. Der junge Mann steht da. Dem zittern die Knie. Er kommt nach Hause. Am Abend sitzt er da und muss immer darüber nachdenken. Ich wollte dir schon lange einen Gruß bestellen von Judas. Der ist doch in derselben Firma. Der hatte das Geld so lieb, der hat sogar seinen Meister verkauft. Am Sonntag ist der junge Mann im Gottesdienst. Er lebt eine klare Bekehrung und übergibt sein Leben Jesus. Und wenn du bislang ein Geiziger warst, wenn du bislang das Geld lieber hattest als Gott, geh damit zu Jesus, er vergibt dir. Er wird auch mit deinem Stolz fertig. Ich erlebte in einer Zeltarbeit in der Schweiz, dass sich an einem Abend eine Pfarrersfrau bekehrte. Ich wusste nicht, dass sie die Frau des Pfarrers war. Aber sie hat es nachher gesagt. Sie sagt, dass sie schon länger guten Kontakt hat mit bekehrten Menschen, die sie in einem Hauskreis kennengelernt hat. Sie hat gute Schriften gelesen und manches Mal haben diese Schriften ihr den Schlaf genommen. Aber sie hatte nicht den Mut, sich zu bekehren, weil ihr Stolz das einfach nicht zuließ. Sie war schließlich die Frau vom Pfarrer. Und an dem Abend im Zelt übergab sie ihr Leben dem Herrn. Am anderen Abend sitzt ein Mann, so Mitte 30 da, unter all den Leuten, die sich bekehren wollen. Ich stelle einige Fragen. Ich frage den Mann, haben Sie sich schon öfter damit beschäftigt? Er sagt, oh ja, jeden Tag. Ich frage, wie kommt denn das? Er sagt, ich bin Pfarrer. Ist das wahr? War das gestern Abend Ihre Frau? Er sagt, ja. Und dann sagt mir dieser Pfarrer, wie sie beide schon seit Monaten ringen, seit Monaten sich damit auseinandersetzen und nicht den Mut hatten, hier einmal einen klaren Schritt zu tun. Was wird unsere Gemeinde von uns denken, wenn wir zugeben müssen, wir waren bislang überhaupt noch nicht bekehrt. Wir waren nicht wiedergeboren, aber jetzt haben wir es erlebt. An dem Abend haben sie ihren Stolz überwunden und zum Kreuz gebracht und sie gingen glücklich nach Hause. Sie am Abend vorher und er an diesem nächsten Abend. Jesus wird auch mit unserem Stolz fertig. Er wird auch mit unserer Feigheit fertig. Wenn ich an eine Evangelisation in der Schweiz denke, der letzte Abend lag hinter uns, es war schon nach Mitternacht, ich lag schon im Bett, da klopft es an meiner Tür und mein Gastgeber sagt, unten an der Haustür steht die Lehrerin aus unserem Dorf und weint und weint. Können Sie nicht nochmal aufstehen? Und dann bin ich runtergegangen und dann sagt mir die Lehrerin,
Ich habe fast jeden Abend im Zelt gesessen. Ich weiß schon lange, dass ich mich bekehren sollte, aber ich war zu feige. Gestern wollte ich zurückbleiben und ich hatte nicht den Mut. Für heute hatte ich es mir ganz fest vorgenommen und als es so weit war, hatte ich wieder nicht den Mut. Aber ich konnte nicht schlafen. Haben Sie noch etwas Zeit? An dem Abend hat die Lehrerin ihr Leben Jesus übergeben. Am nächsten Sonntag wusste es die ganze Gemeinde. Und heute gehört sie zu den mutigen Bekennern. Jesus kann auch mit deiner Feigheit fertig werden. Machtmissbrauch. Ich erzähle euch eine wahre Begebenheit. Damals, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und viel geplündert wurde, Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt, da passierte es, dass ein russischer Soldat, er machte es genauso wie seine Kameraden, und manche Deutsche hatten es vorher so gemacht, dass ein russischer Soldat an einem Abend zu einem Haus kam und er hoffte, dort Frauen zu finden. Und er kam zu diesem Haus und dort waren auch Frauen. Und er stand am Fenster und horchte und dann hört er, wie da drin eine Frau betet. Und dann gingen seine Gedanken zurück in seine Kindheit. Er hatte selbst eine christliche Erziehung gehabt. Und dann fing dieser Mann vor dem Fenster an zu weinen. Er hat noch etwas gehört und dann ging er rein ins Haus und kniete sich neben die Frau, die er eigentlich schänden wollte, und übergab sein Leben Jesus Christus und wurde später ein Mitarbeiter in der Gemeinde. Machtmissbrauch ist eine schreckliche Sünde, aber wenn solche Menschen unter die Herrschaft Jesu kommen, das ist etwas Wunderbares. Unentschiedenheit, auch damit kann Jesus fertig werden. Manchmal habe ich den Eindruck bei den Leuten, die eine Predigt nach der anderen hören und sich trotzdem nicht bekehren, die kommen mir vor wie so eine Mast ganz kurz vor Weihnachten. Wie ein Herdenvieh, das keinen Verstand hat. Der Teufel lacht über solche Menschen, die dem Gericht entgegengehen mit verklebten Augen. Wenn so ein Mensch mitten in einer Predigt mit einem Mal an den Punkt kommt, wo er sagt, und jetzt ist genug, Schluss, heute Abend gehe ich, komme was da wolle. Und wenn sie alle gegen mich wären, heute Abend gehe ich, heute Abend gehe ich zu Jesus. Ich will mit meiner Sünde und Schuld zum Kreuz kommen. Mit dieser Halbheit, mit dieser Unentschiedenheit ist jetzt einmal Schluss. Ich entscheide mich für Jesus. Und dann wird ein Leben neu. Und ein Mensch kommt unter die Herrschaft des Sohnes Gottes. Und er darf ein Segen werden für andere Menschen. Das größte Problem ist nicht die Atombombe, sondern das größte Problem ist das menschliche Herz. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Das größte Problem ist nicht der Krebs, sondern das menschliche Herz. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord und Ehebruch und Unzucht und Diebstahl, falsches Zeugnis, Lüge, Gotteslästerung und dergleichen. Und diese Dinge vergiften alles, diese Dinge machen alles kaputt, diese Dinge bringen uns ins Gericht und in die ewige Verdammnis. Aber dafür starb Jesus. Unsere Frage vorhin hieß, wer hat die Schuld an der Kreuzigung? Ein Dichter sagt, ich, Herr Jesus, ich habe das verschuldet, was du erduldet. Aber Jesus sagt, Matthäus 11 steht das, kommt doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Offenbarung 21, Vers 5 steht, siehe, ich mache alles neu. In Römer 2, Vers 4 lesen wir, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Paulus sagt, stattdessen verschärfst du dir
mit dieser deiner Verstocktheit und Unbußfertigkeit nur Gottes Zorn. Der wird dich gewiss einmal am Tage des Zorns treffen, wenn er sein gerechtes Gericht offenbaren wird. Was wird das einmal für ein Erwachen geben für die vielen Menschen, die das Evangelium so oft gehört haben und sich trotzdem nicht bekehrt haben? Hier sitzen Menschen heute Abend, die könnten schon lange bekehrt sein. Du erinnerst dich noch genau. Vielleicht ist es einen Monat her. Vielleicht ist es schon Jahre her. Vielleicht hast du vor 5 Jahren auch hier in der Festhalle gesessen und du erinnerst dich gut, wie Jesus seine Hand auf dich gelegt hat und du hast gemerkt, er meint mich. Wie viele Leute sitzen heute Abend hier, wenn sie nur wollten, sie könnten schon lange gerettet sein, aber sie wollten nicht. Und wie sie sich heute entscheiden? Nun, es entscheidet sich dann. Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Lieber Mann, liebe Frau und ihr lieben jungen Leute, sagt doch endlich Ja zu diesem Jesus. Gebt ihm die Sünde und Schuld. Nehmt ihn auf in euer Herz und Leben. Dieser Abend, ich bin überzeugt, dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Du musst nur kommen. Und ich bitte dich, komm. Hier wollen wir jetzt abschließen mit Gebet. Lieber Herr Jesus, wir stehen jetzt wieder ganz bewusst in deiner Gegenwart. Herr, ich bin ganz sicher, du siehst jetzt in jedes Herz. Vor Menschen kann man sich verstellen. Und wie oft haben wir es getan. Aber du kennst uns durch und durch. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt noch einmal für alle, die noch keine Heilsgewissheit haben. Herr, hier sind Menschen, die ganz genau wissen, dass sie nicht mit dir im Reinen sind. Sie haben nie eine wirkliche Bekehrung erlebt. Sie sind nicht wiedergeboren. Aber du rufst sie. Du liebst sie. Du möchtest sie retten. Bitte komm ihnen jetzt zur Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass manche mit sich selbst kämpfen. Herr, gib ihnen jetzt die Kraft. Und bitte, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Gib mir immer wieder die richtigen Worte. Und lass uns auch heute Abend in der Seelsorge Wunder Gottes erleben. Wir möchten, dass Menschen neu werden in der Begegnung mit dir. Und wir danken dir, dass du uns das wieder schenkst. Wir wollen dir vertrauen. Amen.